der Großteil der Leute ist, hat überhaupt keine Tierliebe. Und ich sage, der keine Tiere liebt, liebt auch keine Menschen. Und das stimmt aber. Komm, Schatz. Na, komm her. Ja, angespuckt werden wir, gestessen werden wir. Können Sie sich nicht vorstellen, Hundebesitzer sind die Ärgsten. Die Autos sind alle angeschissen, die Mistkübeln sind ausgeräumt wegen den Plastikschüsseln. So ist es Ware. Komm. Das ist eine Katastrophe. In einem war gesagt, eine Katastrophe. Wenn Organisationen das nicht mehr tun dürfen oder nicht mehr tun wollen, weil ihnen Steine in den Weg gelegt werden, dann befürchte ich, dass viele Tiere dahin vegetieren werden. Wir Tierschützer werden da nie gefragt, wenn ein Gesetz gemacht wird. Und die Politiker, die da mitreden, die haben sonst keine Ahnung. Worüber sich die Frau Dorfer so ärgert, das ist der Paragraph 8a im neuen Tierschutzgesetz, der ab Ende dieses Monats ohne Wenn und Aber gilt. Da steht im Wesentlichen drinnen, dass es nur mehr Züchtern oder im Rahmen einer genehmigten Haltung erlaubt ist, Tiere öffentlich feil zu bieten, also zum Beispiel online zu inserieren. Das klingt, wenn man es das erste Mal hört, grundvernünftig, irgendwie logisch und nachvollziehbar. Aber diese Bestimmung könnte das Aus für viele kleine private Tierschutzvereine oder Pflegestellen bedeuten. Denn wenn diese zumeist ehrenamtlichen Tierschützer keine Tiere mehr vermitteln können, zumeist sind es übrigens Katzen, dann können sie auch keine mehr retten. Denn die meisten dieser Heimplätze sind über kurz oder lang vergeben. Wie hier im Katzenheim in der Freudenau in Wien. Für seine Reportage hat mein Kollege Alfred Schwarzenberger Menschen mit einer unglaublichen Opferbereitschaft getroffen, die Tierschutz sehr extensiv interpretieren. Etwa eine Familie, die ihr halbes Haus umbaut, um weiter Tiere vermitteln zu können, oder ältere Damen, die sich das Futter für streunende Katzen buchstäblich vom Mund absparen. Und auch solche, die unter Tränen wegen des neuen Gesetzes mit dem Tierschutz aufhören. Alles für die Katz. Der böhmische Prater, ein Park in Wien. Wer hier am Parkplatz steht, kann Tag für Tag ein seltsames Schauspiel verfolgen. Ein gelbes Auto fährt vor und wie auf Kommando strömen verwilderte Katzen aus dem Gebüsch. Normalerweise sind es Dutzende. Aber weil unsere Kamera sie abschreckt, trauen sich heute nur die besonders Mutigen hervor. Katzen sind eben misstrauische Tiere. Wir haben die Kamera zwar hinter einem Baum versteckt, aber sie lassen sich nicht so leicht austricksen, auch nicht beim Fressen, erklärt uns Christine Graf, die sich gemeinsam mit ihrer Tochter um die Streuner kümmert. Da haben sie die ganzen Deckeln, wie sie heißen. Weil er frisst zum Beispiel gern Rind, der andere nur Huhn, der nächste will nur Lamm. Also das ist ja nicht so. Jetzt wissen wir das und natürlich kriegen sie auch das, was sie wollen. Ne? Wie viele Katzen versorgen sie da insgesamt? Das sind circa, also jetzt da um die 45, 47. Zwei sind leider verstorben, weil eine ist uns jetzt vor kurzem erst zerbissen worden von einem Hund. Und vor ein paar Jahren haben sie uns auch nicht zerbissen. Und jetzt, voriges Jahr ist der Bobby gestorben. Johnny. Der Johnny. Hier in diesem Haus hinter dem Parkplatz haben die Katzen früher gelebt. Nachdem ihre Besitzerin verstarb, hat sich niemand mehr um die Tiere gekümmert. Die Katzen haben sich munter vermehrt, bis Frau Graf und ihre Tochter Martina Schilling sich ihrer angenommen haben. Sie haben sie alle gefangen, kastrieren lassen und ihnen eine neue Unterkunft errichtet. Durch dem, dass sie die da angesiedelt haben, müssen wir es füttern, weil die alte Dame ja gestorben ist und sich sonst keiner kümmert um die armen Viecher. Und es sind halt leider Gottes nur relativ viel da. Sie haben gesagt, Sie müssen sich um die Katzen kümmern. Warum sind Ihnen die Katzen nicht wurscht? Ja, weil die wie unsere Hauskatzen sind. Ja. Also wir lieben die Katzen. Wir haben selber 5 Katzen und wie gesagt, die haben alle eigenen, also Namen, die sind ja wie unsere Kinder. Es ist halt, ich habe keine Kinder, bei mir sind die Katzen meine Kinder, ja. Ihr Einsatz als Wiener Streunerkatzenhilfe ist offiziell genehmigt. Und die Damen tun weitaus mehr, als die Tiere nur zu füttern. Sie verbringen zum Beispiel Silvesterabende hier, um die Tiere wegen der Knallerei zu beruhigen. Im Winter haben wir ja sogar einen Thermophor gebracht. Da gibt es eine eigene Thermophor für Mikrowelle. Und die haben wir dann am Abend zusammen um 6 Uhr nochmal hergekommen und haben sie dann in die Häuser reingegeben. Also ja, manche denken wahrscheinlich, wir sind ein bisschen daneben, aber wir machen es gern.
Bis auf gelegentliche Spenden finanzieren sie alles aus der eigenen Tasche. Die beiden wollen sich so lange um die Tiere kümmern, bis diese eines natürlichen Todes sterben. Das heißt, dass sie in 10 Jahren auch noch jeden Tag hier sein werden. Und das machen sie jetzt seit 15 Jahren? Das 14. ist jetzt da, ja. Pardon, ja. Jeden Tag. 365 Mal im Jahr. Ja. Wochen. Und Sie fahren nicht in Urlaub? Wir sind einmal zweimal, glaube ich, gefahren auf 10 Tage, aber da haben wir immer wem, der uns das macht. Im sehr aktiven Tierschutz tätig zu sein, das bedeutet, sich aufzuopfern, sagt auch Marion Wagner. Wie viele Nächte sie über die Jahre neben ihren Katzenfallen durchgewacht habe, könne sie nicht sagen. Aber es müssen Hunderte gewesen sein. Damit ist jetzt Schluss. Leider. Aufgrund der katastrophalen Gesetzeslage haben wir jetzt beschlossen, eben aufzuhören. Wir bräuchten jetzt für die Aufnahme von diesen kranken, verschnupften, teilweise blinden Katzenkindern Quarantänestationen, geschultes Personal. Wir müssten verschiedene Aufzeichnungen führen und eine wirtschaftliche Tätigkeit nachweisen. Wir machen das natürlich ohne jeglichen Gewinnabsicht und völlig ehrenamtlich und in unserer Freizeit. In Salzburg hat sich Frau Wagner um verlassene Katzen gekümmert und versucht, für sie neue Plätze zu finden. Aber das darf sie jetzt nicht mehr. Diese Katze ist aus einem leerstehenden Haus, wurde von Nachbarn gefüttert. Das Haus wird jetzt abgerissen und die Pfotenhilfe Lochen übernimmt das Tier, Gott sei Dank, weil die haben einen Heustadel, wo man die Katzen, diese wilden Katzen, einfach auslassen kann. Dort werden sie versorgt mit Futter und Wasser und haben einen warmen Platz zum Schlafen. Das ist die letzte Katze, für die sich Frau Wagner im Rahmen ihrer Tätigkeit eingesetzt hat. Tut es Ihnen leid, das Aufhören? Ja, also die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, weil wir wissen, wie viele Katzen es da draußen gibt, die wirklich dringend Hilfe brauchen. Und es ist aber schweren Herzens leider so gekommen, dass wir gesagt haben, wir machen so nicht mehr weiter. Wir haben uns die letzten Jahre aufgearbeitet, wirklich bis zur totalen Erschöpfung, um den Tieren zu helfen. Aber neben einem Vollzeitjob und dem Wahnsinn mit dem Gesetz, das jeden Vermehrer einen Freibrief ausstellt, ist es einfach nicht mehr zu bewältigen. 12 Jahre Arbeit sind vorbei. Ja. Es war ein Teil des Lebens, oder? Ein großer Teil. Wir sind in Lochen am See, im oberösterreichisch-salzburgischen Grenzgebiet. Hast du wieder was da für mich? Das ist die Katze, ja. Oh je. Das ist schwer. Ich bring's gleich mal in die Quarantäne. Ja, genau. Hier am Gnadenhof Pfotenhilfe soll die Katze ihren Lebensabend verbringen. Fuchsi. Fuchsi. Eingesperrt in einem herkömmlichen Tierheim würde die halbwilde Katze verrückt werden, sagt Frau Wagner, die sich zum Glück inzwischen wieder erfangen hat. Wie viele Katzen haben Sie so kastriert in den letzten Jahren? Oh, bestimmt 5000. Und es ist bitte trotzdem nur ein Tröpfchen auf dem heißen Stein. Wirklich? Ja. 5000, das ist aber nur in deinem Bereich. Also das ist jetzt Flachgau, Bundesland Salzburg, ein bisschen was, oberösterreichische Seiten vielleicht noch ganz knapp, genau. Aber nicht ganz Österreich. Ne? Nein. Keinesfalls. Wird Ihnen die Frau Wagner fehlen? Naja, einerseits nicht, weil sie uns natürlich mit Arbeit zuschüttet. Andererseits, wenn ich dann denke, dass das jetzt alles oder ein Teil davon wir übernehmen werden müssen, weil sie wird uns wahrscheinlich nach wie vor anrufen oder andere werden uns anrufen oder sie wird die Leute direkt an uns verweisen, ist es sicher nicht lustig, ne? Weil wir sind sowieso ausgelastet. Streunende Hunde sieht man. Die vielen wilden Katzenpopulationen, die es geben soll, fallen nicht auf, sagt Jürgen Stadler. Die meisten von ihnen seien scheu und trauen sich nur nachts aus ihren Verstecken. Deshalb werde das Problem von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Es seien die kleinen Tierschutzvereine, die die Situation mildern. Haben wir ein Katzenproblem in Österreich? Ja, wir haben ein massives Katzenproblem in Österreich. Und das beweisen ja auch die Tierheime, die alle Jahre untergängen in Katzen und schon immer wissen, wohin damit. Und die unzähligen Streunerpopulationen, die es gibt,
Also wir haben ein Problem. Und es ist leider traurig, dass die Politik das nicht einsieht. Es ist noch fast Winter, als wir zum ersten Mal die Familie Neuhofer im steirischen Lassing besuchen. Das Paar hat beschlossen, trotz der neuen Gesetze weiterzumachen. Wir haben uns zum Frühstück angekündigt. Fritz und Ursula betreiben den Tierschutzverein Luna Katzen in Not. Und das bedeutet, dass sie täglich etwa 10 Kilo Katzenfutter brauchen. Der erste Happen ist natürlich der beste. Jetzt, Ende März, sind es genau 47 Katzen, die sie in ihrem Haus versorgen. Lilly, komm, na komm. Aber geh, komm her. Niemand tut da was. Ja, du bist aber eine Dumsel. Von beim Frühstück gar nicht fällt, fällt es mir sofort auf. Durch das, dass ja wir alle Katzen beim Namen kennen und sie eigentlich sind wie gute Freunde. Ja, dann nennen Sie mal die Namen der Katzen. Fangen wir rechts außen an. Das ist Kira. Die Niki, die Kira, die Jessie, die Pfauchi, die Hopsi. Da draußen sitzt das Pfötchen. Da oben sitzt die Morli. Der Flori. Der Flori. Aha. Das ist jetzt wieder die Jessie. Hier, ich weiß nicht, du bist ein bisschen ängstlich, gell? Pfötchen. In den warmen Monaten kann es sein, dass es 2 bis 3 Mal so viele Katzen sind, um die sie sich kümmern. Meist sind es ausgesetzte oder streunende Tiere, die sie aufnehmen. Für sie baut die Familie ihr halbes Haus um. Geht's Ihnen nicht laut um die Sonne? Ja, in gewisser Weise ja, natürlich. Aber wir müssen halt manche Sachen hergeben, die wir vielleicht uns normalerweise behalten würden. Damit die Neuhofers weiterhin Katzen vermitteln dürfen, müssen sie ähnlich ausgestattet sein wie ein Tierheim. So will es das neue Tierschutzgesetz. Was müssen Sie für Auflagen erfüllen? Wir müssen einen Desinfektions- und Reinigungsplan haben. Wir müssen nachweisen können, dass wir uns ordnungsgemäß um die Katzen kümmern. Sprich, also, dass also auch die tierärztliche Versorgung gewährleistet ist. Wir haben die Auflage, dass wir einen Quarantäneraum brauchen. Einen Raum, also, wo wir die Katzen, wenn sie frisch hereinkommen oder wenn sie schwer krank sind, dann auch dementsprechend versorgt werden können und trotzdem keinen Kontakt haben zu den anderen Katzen. Das ist im oberen Stock. Da oben gibt es dann also einen Untersuchungsraum auch noch, also für die Tierärztin, dass sie, also, wenn sie kommt, also die Kleinen auch untersuchen kann. Nur, im Gesetz, das der Bund beschlossen hat, ist nicht präzise dargestellt, wie die Räumlichkeiten ausgestattet sein müssen. Es sei für ihn nur ein Anhaltspunkt, sagt Herr Neuhofer. Ob alles passt, darüber richten das Land Steiermark bzw. die BH und der Amtstierarzt. Ich muss Ihnen ein Kompliment machen. 50 Katzen im Haus und man riecht nichts. Geben Sie sich Mühe. Ja, sehr viel Mühe, weil ich brauche ein gewisses Wohlfühl. Aber gewisse Wohlfühlatmosphäre brauche ich. Und darum muss ich den Raum, der, wo wir dann auf die Nacht uns alle aufhalten, muss eine gewisse Reinlichkeit haben. Und auch die anderen Räume. Frau Neuhofer putzt täglich 2 Stunden und das seit fast 10 Jahren. Angefangen hat alles mit einer Katze, für die sie dann einen Spielkameraden gesucht haben. Die Leute haben dann gehört, dass wir Katzen aufnehmen, wenn Not am Mann ist. Und das hat dann so eine Eigendynamik eigentlich angenommen. Das war eigentlich gar nicht gewollt, das Ganze. Und es sind halt dann immer mehr gekommen und Mutterkatzen, kranke Katzen. Und tierliebend war ich schon immer. Wir haben früher immer Hunde gehabt. Und ich habe immer gesagt, wir kommen keine Katze ins Haus. Und so weiter und so fort. Heute reißen sie die Sauna raus. Ja, genau. Und heute reißen wir die Sauna raus, damit wir ein Mutter-Kind-Zimmer machen können. Da wird nur die trächtigen Mamas mit ihren Babys werden da drinnen dann sein, damit sie die in Ruhe bei uns aufziehen können. Wir ein gutes Platz für sie finden, dann nach 12 Wochen. Und wenn die Mama auch zahm ist, was ja nicht immer der Fall ist bei uns, dann werden wir da auch auf ein gutes Platz vermitteln.
So, gehen wir auf Zeiten. Warte mal. Tarek! Tarek, lass mich raus! Auf dem Weg nach Hause bleiben wir in Trieben stehen. Hans Nagel, der Chef vom Tierheim, hat spontan Zeit für uns. Rexler, geh auf Zeiten! Und das überrascht uns. Geh auf Zeiten, mein Bub, geh auf Zeiten! Es kommt nicht oft vor, dass man ohne große Ankündigung mit einer Kamera in ein Tierheim darf. Sind Sie gut gebucht? Sagen wir mal, so manche so tot, dass sie freuen, wenn sie so ausgebucht waren als für mich. Das kann ich schon sagen, wir sind voll, voll. Hier in der Obersteiermark gehe es ihm damit, so wie allen Tierheimen in Österreich, sagt Herr Nagel. Warten Sie, klar. Ja bitte, machen wir Licht nebenbei. Es macht ihm Sorgen, so, wenn er hört, dass kleine Tierschutzvereine wegen des neuen Gesetzes aufhören wollen. Denn sie federn viel ab. Und was bedeutet das für Sie als Tierheim? Jetzt fahren unseres. Wir liegen im Eisenbau. Da höre ich oft ein eigenes Wort nicht. Geh so, bitte, jetzt gegangen. Was bedeutet das für Sie, wenn jetzt private Tierschutzvereine aufhören? Müssen wir uns kümmern. Ob ich will oder nicht, ob ich voll bin oder nicht, ich muss das nehmen. Es geht nicht anders. Wir haben noch immer irgendeine Regelung, haben wir eigentlich noch übertroffen, dass wir was aufnehmen können. Weil das Viecher kann ja nichts dafür. Ne? Irgendwie schaffen wir es immer wieder, dass wir, ob jetzt Hund oder Katz, oder dass wir das irgendwie unterbringen. Es bleibt eh nichts anderes über. Aber künftig, wenn Private aufhören, sind sie noch mehr am Limit, ne? Das ist eine Katastrophe. Mit einem war es eine Katastrophe. Das Tierschutzgesetz wurde unter anderem novelliert, um den illegalen Welpenhandel aus dem Ausland zu bremsen. Das öffentliche Feilbieten von Tieren, und das bedeutet heutzutage das Inserieren im Internet, sollte nur mehr genehmigten Einrichtungen erlaubt sein. Ich möchte nicht wissen, wie viele das jetzt da herin sind, was tatsächlich aus dem Ausland stammen. Also der Kleine, der Schabelo, da lege ich meine Hand ins Feuer, dass der von Ausland ist. Und zwar ist es so, der hat einen Impfpass, der ist da ausgestellt worden. Aber solche Impfpässe, so wie der ausgestellt worden, sehe ich selten. Da ist nur drin, dass er Aki heißt, dass er chippt ist und dass er einmal geimpft ist. Und wenn du mit den Leuten redest, dann sagt er, ja, hat eine Impfung bekommen. Sag ich, wo ist der Hund her? Ich meine, wo habst du denn her? Ja, haben wir bekommen von Verwandten, von dort und von da in Bosnien oder wo. Und dann landen sie da. Das neue Tierschutzgesetz ist ja gemacht worden, unter anderem, um das in den Griff zu kriegen, den illegalen. Das kriegst du nicht in den Griff. Funktioniert das? Nee, nein. Nehmen wir her, Trautenfels durch Zufall, eine Polizeikontrolle, in der Waschmaschine Trommel, die wir mitgenommen haben, als wir es gesiedelt haben, waren vier Welten drin, in der Trommel. Kriegst du nie in den Griff. Nie. Die Änderung des Gesetzes trifft aber die kleinen Tierschutzvereine. Oft sind das Einzelkämpferinnen, die gerade einmal das Geld für das notwendige Futter zusammenkratzen können. So viele private Spender wie die Neuhofers haben die wenigsten. Das ist ja noch im Wachstum, schaut's aus. Ich liebe sie. Es ist ja, schaut's, es ist so eine Schwierigkeit jetzt zu vergeben. Gell? Ich meine, wir müssen schon vergeben. Aber die wachsen da so zu den Herzen zu, dass so. Herr Nagel ist ein pragmatischer Tierschützer. Zu große Tierliebe hält er für problematisch. Zu oft habe er erlebt, dass den Menschen die Tiere über den Kopf wachsen. Und wir überall im Leben, ob das jetzt wurscht wo, im Sport, in der Politik, wenn du jetzt schaust mit den Terroristen und mit allen, also überall, wo wer ein Extremist ist, wird schlimm. Der sieht nur eine Linie. Und alle anderen sind sowieso Tierquäler. Und die Mannen gibt es unter den Tierfreunden auch, die Extremisten. Ortswechsel nach Wien, in den dritten Bezirk. Hier befindet sich ein wenig bekanntes Refugium, die Stadtwildnis. Gisela Heider kennt es wie ihre Westentasche. In jedem auch noch so versteckten Äckerl hier hat sie den verwilderten Katzen schon geholfen. 50 Jahre wohne ich da und seither fütter ich die Tiere. Da waren am Anfang 80 Stück, 80, dann 70, 60, jetzt sind es ca. 12, 15, je nachdem, weil sie alle schon operiert sind. Das hat aber die Gemeinde Wien bezahlt, die Operation. Das Futter kostet ja genug.
Jeweils in der Früh und am Nachmittag schaut Frau Haider nach den Katzen. Sie kümmert sich auch um die Behausungen und geht, wenn es nötig ist, mit ihnen zum Tierarzt. Die Dame lebt für die Katzen. Was Sie tun, kostet ja auch Geld, das Füttern. Ja. Wie viel geben Sie denn das aus? Ja, ich habe schon 1000 Euro auch schon im Monat ausgegeben. Wenn es einmal ein bisschen eine Doppelte ist und so, nicht, das lege ich mir weg und da kann ich dann mehr kaufen. Ja. Und Sie sind eine ganz normale Pensionistin? Pensionistin, ja. Ja. Sparen Sie sich das vom Mund ab? Ja, schon. Schon. Ich verzichte eher auf etwas. Und die Katzen haben Fleisch oder Verschiertes. Nicht? Die Liebe zu den Tieren muss groß sein. Ja, ich habe Tiere sehr gern. Und hat mein Mann auch sehr gern gehabt. Manchmal spendet jemand Futter, sagt Frau Haider. Sonst erhält sie kaum Unterstützung. Sie hat eher mit dem Gegenteil zu rechnen. Mitunter habe sie Angst, wenn sie bei den Katzen ist. Und das war vorher, haben die Katzen keinen umgebracht. Und ich auch. Das ist die Wahrheit von den Jugendlichen, die da durchgehen. Also, ja. Sie werden bedroht, wenn ich das jetzt verstanden habe. Ja, das habe ich der Polizei gemeldet, gleich voriges Jahr. Und da habe ich so einen Korb gehabt, der Stroh, den haben sie angezündet. Und als er verbrennt, bis verbrannt war, habe ich es zur Polizei gebracht. Die Damen, die sich um die Katzen im böhmischen Prater kümmern, wissen ganz genau, wovon Frau Haider redet. Konfrontationen erleben sie fast jeden Tag. Als Tierschützerin bekomme man über die Jahre eine dicke Haut, sagt Christine Graf. Werden Sie für Ihre Arbeit auch kritisiert? Na, genug viel von den Hundebesitzern. Ne? Und dann schimpfen sie uns ja, angespuckt werden wir, gestessen werden wir. Können Sie sich nicht vorstellen, Hundebesitzer sind die Ärgsten. Wir haben auch drei Hunde, aber das würde ich nie machen. Wenn du mit einer reden tust, wirst du nur angeschnauzt und nehmt euch die Katzen mit heim. Und das sind Selbstversorger, die brauchen wir nicht. Wie gesagt, die haben sich das Leben nicht ausgesucht. Die sind einfach da geboren. So, ein Hund hat regelmäßig sein Futter. Ne? Wenn aber der Katz jetzt das Futter wegfrisst, muss die bis den nächsten Tag warten, dass er wieder eins kriegt. Ne? Und um das geht es ja. Und das ist ja auch nicht das Billigste. Ne? Ich meine, und da muss ich schon ein bisschen Verständnis aufbringen. Wenn mein Hund regelmäßig daheim sein Futter hat, muss er nicht unbedingt in einen armen Teufel da noch alles wegfressen. Ne? Ja, das ist. Na, da hast du den nächsten jetzt. Da kommt schon wieder einer. Ja, und der rennt schon hinterher zu den Katzen. Die Besitzerin dieses Hundes soll nett und verständnisvoll sein. Mit anderen gäbe es aber regelmäßig Streit. Auch weil Frau Graf und ihre Tochter Raben füttern. Streuen sie für die Raben, tut das Futter auf und machen natürlich einen Mist. Die Autos sind alle angeschissen, die Mistkübeln sind ausgerammt wegen der Plastikschüssel. So ist es Ware. Komm. Es ist schade, dass man unter die Tierfreunde so einen Kampf hat und warum er so gehässig ist. Es gibt so viel Leid auf der Welt, aber nein, man muss die Katzen da so segieren. Nur weil sie es nicht wollen. Wir sind zurück in Lassing im steirischen Ennstal bei der Familie Neuhofer. Mit den Geschichten von unliebsamen Begegnungen könne er ganze Bände füllen, sagt Fritz Neuhofer, ein leitender Angestellter in Rente. Mistgabeln oder Gewehre seien ihm schon unter die Nase gehalten worden. Und wie oft er angeschnauzt wurde, vor allem wenn er Landwirte darauf aufmerksam machte, dass sie ihre Katzen kastrieren sollen. Das würde viel Tierleid verhindern. Wie viele Katzenkisterl haben Sie zu versorgen? In der Saison, in der Hochsaison 30. Herr Neuhofer möchte sich an dieser Stelle bei seinem verständnisvollen Nachbarn bedanken, dessen Garten gelegentlich als Katzenklo herhalten muss. Heute waren sie mal verhältnismäßig brav, aber nur verhältnismäßig. Grauslich ist für ihn diese Arbeit nicht. Grauslich seien ganz andere Sachen. Manchmal muss man schlucken, um das zu akzeptieren, was da passiert. Was passiert so? Wenn sie zum Beispiel so Katzen den Schwanz abschlagen und den Schwanz vor die Tür legen der Familie, man, das ist geistesgestört. Oder, wie wir auch im Bodensee gesehen haben, auf dem Sportplatz bei lebendigem Leib ausgenommen worden sind. Das sind Sachen, also man, da dreht da den Magen um und darum machst du weiter, um genau diesen Leuten
die solche Sachen anstellen, irgendwie in irgendeiner Form den Chaos zu machen. Langsam ist die Sauna im Hause Neuhofer Geschichte. Die ehrenamtlichen Helfer, zwei Flüchtlinge, sind schon seit Stunden im Einsatz. Dieser Vorraum ist jetzt auch schon vorbereitet worden für das, dass ein neuer Boden reinkommt, weil das eben das Quarantänezimmer wird und das halt auch alles ziemlich leicht zum Reinigen sein und zum Desinfizieren. Dabei sind nur die Möbel von meinem Sohn herin. Das wird jetzt nächste Woche ausgeräumt. Und ja, ein Untersuchungstisch wird einer kommen für die Tierärztin, damit sie die Katzen untersuchen kann hier oben. Ja, und sonst halt lauter Liegeflächen und Betten, wie es halt die Katzen gern haben. Die Kinder sind längst aus dem Haus. Sie haben ihren Sanctus zum Umbau gegeben, erzählen uns die Eltern. Die Kinder hätten Verständnis für den Tierschutz. Ist ihnen manchmal langweilig, ja? Nein, eigentlich nicht. Nein, Langeweile kommt nie auf bei uns. Erstens mal haben wir immer was zu tun. Und wenn wir nichts zu tun haben, dann tun wir mal Katzen streicheln. Das gehört auch dazu, gell? Und vor allem im Sommer widme ich mich dann gern die kleinen Katzen im Badezimmer, die keine Mama dabei haben. Das ist dann so, da fällt einfach so ist ab von einem einmal, was so für einen Kummer oft aufstaust und solche Sachen. Das entschädigt dann halt dann dafür. Das jüngste Familienmitglied ist vorgestern Nacht zu den Neuhofers gestoßen. Stupsi, Mausi, ha, komm. Was ist denn mit dir? Schau, den Schwanzi. Ei. Pippelein, du, ja. Stupsi wurde im Nachbarort entdeckt. Sie soll eine regelrechte Blutspur gezogen haben. Ja, Stupsi, du wurdest dann operiert. Und man hat also noch ein Glied beim Schwanzerl abnehmen müssen, weil das noch nicht richtig passt hat. Und das Fell war total verfilzt, sogar so weit, weil wenn es zu lang nicht behandelt wird, das Fell, und sie ist eine Langhaarkatze, dann ist es, dass sie sich trennt von der Haut. Stupsi erholt sich im großen Badezimmer, das die Neuhofers schon vor Jahren den Katzen überlassen haben. Sie duschen sich jetzt im kleinen Bad im oberen Geschoss. Mögen Sie Katzen? Gute Frage, sehr gute Frage. Natürlich mag ich Katzen. Also Katzen geben einen so viel und geben so viel zurück, dass man sagen muss, also es ist eigentlich, ich habe so oft gespürt, also wenn's krank wirst, also wenn's irgendwie so leichte Grippe kriegst, die umrunden dich und versuchen dir zu helfen, das ist gigantisch. Das ist also, es ist viel Arbeit und du bist 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Volleinsatz. Urlaub gibt es nicht, den haben wir beide gesagt, okay, wenn wir das machen, dann ist das so. Und es stört uns nicht einmal, also in keiner Art und Weise. Wann waren Sie das letzte Mal auf Urlaub? Vor 13 Jahren. Dafür fahren die Neuhofers fast jeden Tag ins nahegelegene Liezen. Wir sind mit der Stupsi da zur Wundkontrolle, gell? Vom Schwanzerl. Alles klar, ihr könnt es mir schon durch, danke. Wie Stupsi sich am Schwanz verletzt hat, weiß auch Tierärztin Ineke Krieger nicht. Aber sie ist sich sicher, dass es ein Unfall und keine Tierquälerei war. Geht es einer Katze ohne Schwanz gut? Oder fällt ihr da was? Es ist schon gut, wenn so ein bisschen ein Stümmelchen überbleibt, weil sie das natürlich für den Ausdruck von ihrem Wesen braucht. Aber es geht ihr sicher nichts ab. Also die kann, solange ein Spitzerl bleibt, ist auch gewährleistet, dass der Kotabsatz und der Harnabsatz gegeben ist. Manchmal sind die Nerven so verletzt oder wenn das Stummelchen auch noch fehlt, wenn es ganz oben die Verletzung ist, kann es zu Kot- und Harnabsatzproblemen kommen. Dann wird es schwierig. Dann kann es einmal sein, dass man ein Tier auch erlösen muss diesbezüglich. Die Tierärztin ist zufrieden mit Stupsis rascher Genesung. Und bis zum Herbst werden auch wieder die langen Haare nachwachsen. Die Neuhofers hoffen, dass sie bis dahin längst einen neuen Platz für sie gefunden haben. Denn wem die Katze gehört, das haben sie bislang nicht herausfinden können.
Wie sehen Sie die Arbeit der privaten, oft sehr kleinen Tierschutzvereine hier im Bezirk Liezen? Spielen die eine Rolle? Also ich bin sehr froh, dass wir diese Organisationen haben, auch wenn sie im privaten Bereich sind. Sie nehmen, glaube ich, der Behörde sehr viel Arbeit ab. Weil wer kümmert sich sonst um die Tiere? Die Tierheime sind voll. Wir wissen das, dass zum Teil Platzmangel herrscht. Die Tiere werden dann oft auf sehr engem Raum gehalten und die Privaten haben oft viel bessere Möglichkeiten, die Tiere zu versorgen, individuell auf die Bedürfnisse einzugehen. Also ich schätze die Arbeit dieser Organisationen sehr. Wenn kleine Vereine aufgrund der neuen Auflagen aufhören, dann bleiben viele Tiere auf der Strecke, befürchtet Ineke Krieger. Den eigentlichen Grund für die Gesetzesänderung, den illegalen Welpenhandel, beobachtet sie täglich in ihrer Praxis. Laufend kommen Menschen mit kranken Hunden zu ihr, die über fragwürdige Kanäle erstanden wurden. Großteils werden die Tiere gekauft, weil sie billiger sind. Das höre ich zu 70% höre ich das von den Leuten, weil sie dann viel weniger zahlen müssen für einen sogenannten Rassehund. Und die anderen kaufen diese Tiere aufs Mitleid, weil sie ihnen leid tun. Dass man aber mit dem Kauf eines solchen Welpen die Produktion von 10 weiteren fördert, wird oft nicht gesehen oder wollen die Leute nicht sehen. Wir versuchen darauf einzugehen, wir versuchen die Leute diesbezüglich zu informieren, zu beraten. Die Welpen aus diesen Gebieten, aus dem Osten, aus dem Süden, werden leider nicht weniger, im Gegenteil, es werden mehr. Das beobachtet zumindest Ineke Krieger. Zurück am Gnadenhof Pfotenhilfe. Jürgen Stadler will uns zeigen, wie seit der Gesetzesänderung Welpen im Internet gehandelt werden. Die Händler haben sich Schlupflöcher gesucht. Nachdem zum Beispiel Willhaben nur mehr Tieranzeigen genehmigter Institutionen zulässt, weichen die ausländischen Welpenhändler auf andere Seiten aus. Wir sind jetzt zum Beispiel auf tiere.at, das aussieht wie eine österreichische Website, aber in Deutschland registriert ist. Österreichische Gesetze können natürlich nur Sachen verbieten, die in Österreich passieren. Diese Website sieht nur aus wie eine österreichische Website, dadurch, dass im Impressum dann steht, dass sie in Deutschland registriert ist, haben österreichische Behörden überhaupt keine Handhabe, dagegen vorzugehen. Herr Stadler hat für uns eine Beagle-Züchterin angeschrieben, die auf dieser Seite inseriert hat. Die Dame stammt aus Ungarn. Sie hat aber ihre Antwort, auf die er nicht lange hat warten müssen, mit einem deutschen Namen unterzeichnet. Sie schreibt zurück, ich habe mich über ihre Mail gefreut. Es sind zwei kleine Beagle-Hündchen, die noch am Suche einem neuen Heim sind. Die Kleinen sind ihrem Alter entsprechend geimpft und zweiwöchentlich entwurmt. Mein Freund ist am 22. April unterwegs und könnte Ihnen das Hündchen mitbringen. Ein Hund hat einen Gesamtpreis von 400 Euro, die Sie dann meinem Freund im Bar geben. Ein Rassehund, der unter korrekten Bedingungen gezüchtet und aufgezogen wurde, müsste mindestens 1000 Euro kosten, sagt Herr Stadler. Aber aus rechtlicher Sicht ist an diesem Angebot nichts falsch. Und es ist halt jetzt auch so, einerseits inseriert sie auf einer Website, die nicht in Österreich registriert ist, wo also die österreichischen Behörden keine Handhabe haben. Andererseits schreibt sie, ihr Freund bringt mir den Hund direkt ins Haus. Wenn der mir auf meinen Privatgrund den Hund liefert, ist das eine Umgehung dieses Paragraphen, der das verbietet und somit legal. Der Gesetzgeber hat in seinen Erläuterungen zum Gesetz erklärt, dass er damit den Welpenschmuggel aus dem Ausland unterbinden will, zumindest bekämpfen will. Das ist eindeutig nicht gelungen. Also mit kleinen Änderungen, kleinen Einschränkungen, vorsichtiger werden der Händler, ist das jetzt ungebrochen. Österreich sagt, wir haben das beste Tierschutzgesetz der Welt. Wir haben da nur Lücken drinnen, wir haben schwammige Formulierungen. Es kann in der Praxis nichts umgesetzt werden, nicht einmal von willigen Vollzugsbeamten, weil es einfach keine Grundlage gibt. Ordnerweise hat Marion Wagner Material zum neuen Tierschutzgesetz gesammelt, um die Politik zum Umdenken zu bewegen. Bis zum Volksanwalt ist sie damit gegangen. Die Vereine, die nicht alle Bewilligungen haben, dürfen im Internet oder auf öffentlichen Plattformen in Zeitungen nicht mehr inserieren, dürften nicht einmal mehr Homepage haben. Allerdings hat sich da der Gesetzgeber auch wieder eine Lücke ausgedacht.
wenn man eine geschlossene Facebook-Gruppe gründet, ja, dann darf man nach wie vor illegale Katzennachwuchs dort anbieten und verscherbeln an jedermann. Und wir haben in Salzburg eine Gruppe, von der ich weiß, die inzwischen 9000 Mitglieder hat. Und dann plötzlich wird das wieder legal. Ortswechsel an den Donaukanal in Wien. Wir treffen uns mit Helena Hartmann und Cornelia Zechmeister. Mit, komm. Die Damen kümmern sich um die Elferbande. So nennen sie die etwa 40-köpfige Streunerkatzenpopulation in Simmering. Auch diesmal lassen sich wegen uns nur die wenigsten blicken. Mitzi! Helena hat vor 3 Jahren begonnen, sich um die Katzen zu kümmern und den Platz hier aufgebaut. Das war im Winter und 3 Katzen, die verhungert waren hier. Habe ich gefunden, da im Wald vorne. Weil die waren ohne Futter, ohne Betreuung. Und das war im Winter. Ja. Und dann haben sie das da angefangen? Ja. Weil ich habe welche noch gesehen, die da auf dem Baum sitzen, zum Beispiel. Ja. Haben nicht gut ausgeschaut. Trotz der Kastrationskampagne der Stadt Wien nimmt die Anzahl der Tiere zu. Dieser Tage hat wieder einmal eine ausgesetzte Katze hier Babys bekommen, für die sie gerade noch einen Übergangsplatz gefunden haben. Die haben ein Haus, dort haben sie jetzt Katzen, die dann das dort füttern. Und das ist alles eine Geldfrage natürlich. Ne? So ja. Wie der Bekannte, ne? die Katzen nimmt, ne? Die hat eh schon so viel. Natürlich bricht dann das Herz, ne? Wenn man sagt, die kleinen Babys und alles. Aber es kostet dann alles ein Geld, medizinische Versorgung kommt dazu. Ne? Da bleibt halt irgendwie dann über, ne? Mehr oder weniger. Ne? Ja, sicher. Ja. Weil wir überlegen, was wir jetzt machen. Ja? Die Babys sind jetzt 3 Wochen. Also die bleiben noch bei der Mutter. Die Mutter kommt hier zurück wieder. Aber die Babys sollen Chance für besseres Leben haben. Früher hätten sie in so einem Fall die Katzenbabys über das Internet angeboten. In 2 Wochen dürfen sie das aber nicht mehr. Finanziell sind die beiden schon jetzt am Limit. Sie bezahlen fast alles aus der eigenen Tasche. Wenn nun kleine Vereine aufgrund des neuen Gesetzes aufhören, was wird mit den Tieren passieren? Ja, das ist die große Frage. Ne? Das, Tierheime werden es nicht aufnehmen, ich kann mir das nicht vorstellen. Was soll man wirklich mit den Tieren machen? Ne? Ich meine, du kannst es nicht einschläfern, das war ein Horror. Ne? Du kannst schauen, dass du das vermittelst an andere Vereine. Ne? Das ist das Einzige. Also ich wüsste nicht, wohin damit. Keine Idee, oder? Was macht man wirklich dann? Ne? Tierheime sagen wahrscheinlich nein. Ne? Das sind auch alle voll, ne? Das ist das Problem. Was macht man wirklich dann? Ne? Das ist die große Frage. Ne? Das Tierquartier, das einzige städtische Tierheim in Wien, ist für solche Fälle nicht zuständig. Das Heim nimmt nur sogenannte Fundtiere auf oder Tiere, die Menschen abgenommen worden sind. Und hier, im Katzenheim Freudenau, einer großen privaten Einrichtung, die es seit mehr als 60 Jahren gibt, hätten die Babys auch keinen Platz. Frau Gucki, die Heimleiterin, bringen solche Mädchen nicht aus dem Konzept. Sie hat es hier im Heim immer mit rund 300 Katzen zu tun. Und das seit vielen Jahren. Welche Katzen sind bei Ihnen untergebracht? Es sind alte Tiere, es sind Wohnungskatzen hauptsächlich. Und alte Tiere, die eben schon Medikamente brauchen und von den Besitzern ziemlich herzlos verstoßen werden. Und bei uns dann eben noch den Lebensabend so verbringen dürfen, wie sie es sich eigentlich zu Hause verdient hätten. Na komm her, na schau. Das Katzenheim Freudenau als genehmigte Einrichtung dürfte Tiere vermitteln, im Gegensatz zu den beiden Damen am Donaukanal. Was ist der Sinn dahinter? Wir haben bei der zuständigen Ministerin Beate Hartinger-Klein nachgefragt. Sie lässt ausrichten, man wolle keineswegs private Tierschützer an ihrer Arbeit hindern. Deswegen werde an einer Weiterentwicklung im Tierschutz gearbeitet. Bis Ende des Monats wolle man eine neue Verordnung erlassen. Gisela Fritsche, die Chefin hier im Katzenheim, würde es freuen, wenn der Text auch klar formuliert sein würde. Es werden alle Gesetze ununterbrochen repariert und angepasst. Und da bewegt sich einfach nichts, unabhängig davon, dass das Gesetz natürlich wie alle Gesetze kaum verständlich ist. Also im zivilen Bereich verstehen das anzuwenden. Sie's?
Nein, schauen Sie, ich habe natürlich einmal so ausgedruckt und habe dort, was mich, für mich wichtig ist, Heimtierschutz und solche Sachen, habe ich mir so gelbe Marker gemacht. Aber verstehen Sie es? Das, was ich verstehen muss, das verstehe ich, weil das habe ich mir von unseren Behörden erklären lassen. Aber sonst, ich habe zum Teil... Hätten Sie eine Chance ohne zusätzliche Erklärung? Nein. Und obwohl ich gar nicht so unfirm bin in Gesetze lesen... Sie sind Steuerberaterin? Richtig. Und also ich kann mit manchen Gesetzen besser umgehen wie mit dem Tierschutzgesetz. Für die kleinen Tierschützer gibt es vielleicht bald eine Lösung. Denn die meisten haben nicht so viele private Unterstützer wie die Neuhofers in der Obersteiermark. Und eins gleich vorweg... Der Stupsi geht es wieder blendend. Sie sieht nicht mehr aus wie ein geschorener Pudel, jetzt mehr wie ein Luchs. Für einen Tag wie den heutigen hat die Familie umgebaut. Eine junge Dame kommt, um eine Katze zu übernehmen, in der ehemaligen Sauna. So, hereinspaziert. Das ist der Geburtsraum von den Babys und Mamas. Und das Büro. Und das Büro, ja, richtig. Die Familie so. Neuhofer finanziert ihre Arbeit zum Großteil über Spenden. Ihr Verein Luna Katzen in Not verfügt über eine ansehnliche Social Media Community. Über diesen Weg haben sie auch Verena kennengelernt. Warum haben Sie sich für diese Katze entschieden? Ja, sie ist auf mich zugekommen und es hat halt dann gepasst und ist total verschmust. Passt schon. Wer bei den Neuhofers eine Katze nimmt, muss einen umfangreichen Vertrag unterschreiben. Unter anderem müssen die neuen Besitzer regelmäßig den Zustand der Tiere vermelden. Es wurde ebenso vereinbart, dass wir laufend, am Anfang natürlich öfter, per Facebook, WhatsApp, Mail etc. Infos und Bilder erhalten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wir da heraus also man wirklich sehr viel lesen können, wie es also die Übersiedlung war und so weiter und so fort. Das ehemalige Kinderzimmer im ersten Stock ist selbstverständlich auch schon fertig umgebaut. Hier wohnt im Augenblick eine frisch gebackene Katzenmama. Sie hat halb verwildert auf einem Pfarrhof in der Nähe gelebt. In den nächsten Wochen kommen sicher noch einige trächtige Katzen dazu, sagt der Neuhofer. Entweder werden sie uns gebracht, wir werden angerufen, sie werden vorbeigebracht, oder wir werden angerufen, weil sie irgendwo aufgegriffen worden oder gesehen worden sind, gerne in Hütten, wo sie dann also wild zur Welt gekommen sind. Etwa 200 Katzen gehen Jahr für Jahr durch die Hände der Familie Neuhofer. Vergangenes Jahr waren es wesentlich mehr, weil durch das Tierschutzgesetz viele Tierschutzvereine ihre Arbeit eingestellt haben und die Tiere ja trotzdem da waren und wir dann also teilweise eingesprungen sind bei der Vermittlung. Was aber, wenn man Tieren helfen will, aber nicht die Mittel dazu hat? Wir sind in Neumarkt in der Steiermark an der Grenze zu Kärnten. Jeder in der Ortschaft kennt Elfriede Dorfer und ihr Second-Hand-Geschäft. Mit dem Erlös finanziert sie ihren Verein SOS Tier Murau. Der Prophet gilt im eigenen Land nichts, sagt man. Na? Ich werde schon merken, wenn ich nicht mehr da bin. Jedenfalls einen Nachfolger habe ich bis heute noch keinen gefunden. Und wenn das Geschäft so lukrativ ist, wie die Neumarkter glauben, dann müssen sie sich auch darum reisen, dass sie mein Geschäft kriegen. Na? Frau Dorfer ist 80 Jahre alt. Jeden Tag räumt sie, meist allein, die Waren vor die Tür und wieder rein. Seit ihrer Pensionierung kümmert sie sich um geschundene Hunde und Katzen in der Region. Frau Dorfer hat nicht vor, ihr Haus umzubauen, um Tiere vermitteln zu können. Dafür sei sie zu alt, sagt sie. Ginge es nach den Buchstaben des Gesetzes, dann wäre es mit ihrer Arbeit vorbei. Ja, aber jetzt sage ich Ihnen was. Ich arbeite 25 Jahre Tierschutz und jetzt bin ich 80 Jahre alt. Jetzt, was soll ich jetzt noch anfangen? Was soll ich jetzt noch anfangen? Ich kann weder ein Wohnmobil kaufen, noch bin ich bereit, daheim zu sitzen und in den Fernseher zu schauen. Spazieren gehen mag ich auch nicht. Also lesen kann ich auch nicht, weil ich ja so schlechte Augen habe. Ja, was soll ich jetzt machen?
Der Tierschutz ist das, was Sie... Ich kann nur daheim kochen, backen und mir 10 Kilo aufessen. Das ist das Einzige, was ich noch könnte. Aber ich habe 25 Jahre von meinem Leben geopfert und ich mache das so weiter. Etwa 5.000 Euro im Monat muss Frau Dorfer mit ihrem Geschäft verdienen, damit sie die Futterstapel bei ihr zu Hause und die Tierarztrechnungen bezahlen kann. Wir füttern im Tag 250 Katzen und da kommen die Leute zu mir, die das Futter holen. Ne? Und ein Teil von älteren Leuten, die kein Auto haben, dann stelle ich es zu oder nehmen andere mit. Und das ist halt alles so viel Arbeit, das Katzenstreu hat 10 Kilo, der Sack hat 15 Kilo. Ich muss das alles selber machen. Das heben Sie? Alles, ja. Aber ich habe schon, durch das, dass ich nie zum Arbeiten aufgehört habe, bin ich ja eigentlich eine starke Frau. Und krank bin ich auch nie. Das heißt, ich habe nie Zeit zum krank sein. Wenn andere Leute immer jammern, das Knie tut weh oder was. Komm mal rein. Im Augenblick muss sich Frau Dorfer auch noch um die 26 eigenen Katzen kümmern. Das erledigt sonst ihr Mann. Der liegt nach einer Herz-OP derzeit im Krankenhaus. Man sagt, es gibt Katzenmenschen und Hundemenschen. Stimmt das? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten. Ich hab Hunde gehabt, die ich abgöttisch geliebt habe. Der Luxi, mein schwarzer Mischlingshund, das war, ich würde sagen, die große Liebe meines Lebens. So was findet man unter Menschen nicht, weil die Menschen sind immer aufs Betrügen aus. Das ist ganz egal, der Mann kann seine Frau noch so lieb sein, aber wird sie betrügen. Ne? Und heute ist es immer so, dass die Frauen ein bisschen zurückhauen. Frau Dorfer hetzt zurzeit zwischen dem Geschäft und zu Hause hin und her. Sie würde sich wünschen, dass sie jemand unterstützt, denn ständig muss irgendetwas dringend erledigt werden. Wenn du 26 Katzen hast, musst du ja die ganze Zeit putzen. Und dann ist es ja auch, dass die Mandeln markieren, dann stinkt die Wohnung. Ich habe Gott sei Dank keinen Geruchsempfinden, also ich rieche überhaupt nichts. Mutzi, Mutzi! Aber es hat einen Vorteil, dass niemand auf Besuch kommt. Also jeder sagt, es stinkt und ich habe gar keine Zeit für einen Besuch. In ihrem Lager stapelt sich die Ware, die für das Second-Hand-Geschäft aufgearbeitet werden muss. Abgesehen davon soll sie auch noch ihre aktuelle Tierschutzzeitung produzieren und so weiter und so fort. Woher nehmen Sie die Kraft für die ganze Arbeit? Ja, na, die Kraft, die kommt von selber, wenn man was machen muss. Die Kraft ist. Jeder Mensch hat Kraft, man muss sie nur anwenden. Frau Dorfer will sich ihr Lebenswerk nicht nehmen lassen. Alles für die Katz. Unter dem Motto: Alles für die Katz.